Matt Spade, Ersatzteil des Steelers, soll auf einem Parkplatz einer Bar in Pittsburgh öffentlich uriniert haben. Jemand rief die Polizei, die den Vorfall untersuchen und Spade befragen wollte. Das hat dem Kicker der Steelers, Jeff Reed, der Zeuge des Vorfalls war, anscheinend nicht gepasst. Er soll sich mit den Polizisten angelegt haben. Er habe sich drohend vor ihnen aufgebaut und die Fäuste geballt. Die Polizisten nahmen eine Anzeige gegen Reed auf. Trotzdem will Head Coach Mike Tomlin am Sonntag gegen die ungeschlagenen Vikings auf Reed nicht verzichten. Er will abwarten, was aus der Anzeige wird, gegen die Reed Einspruch eingelegt hat. Bears Quarterback Jay Cutler hat eine Vertragsverlängerung in Chicago unterschrieben. Nach nur 5 Spielen sind die Chiefs so überzeugt von Cutler, dass sie seinen laufenden Vertrag, der ihm 1 Million $ für die Saison 2009 bringt, bis 2013 verlängerten. 30 Millionen $ soll der neue Vertrag wert sein. Nein, davon, dass die Bears Terrell Owens von den Bills abgeworben haben, ist nichts bekannt. Dass Cutler also seine Pässe demnächst zu T.O. wirft, war nur ein Gerücht. Die Patriots feuerten Wide Receiver Joey Galloway. Seit 15 Jahren spielte er in der NFL, kam aber mit dem Offense-Schema der Patriots nicht zurecht. 2 Tage bevor New England nach London fliegt, um gegen seinen alten Club die Buccaneers zu spielen, steht er nun auf der Straße. Die Cowboys machten Miles Austin zum Starter und Patrick Creighton sauer. Creighton wurde durch diese Maßnahme in der Stärkenstaffelung der Spieler nach hinten versetzt. Das schmeckt ihm überhaupt nicht. Wieder mal ein Paradebeispiel, wie sehr manche Spieler an das Team denken und wie sehr nur an sich. Dabei haben die Cowboys gerade an ihrem spielfreien Tag einen Sieg erzielt. Dadurch nämlich, dass alle 3 Teams aus der eigenen Gruppe ihre Spiele verloren haben. Mit diesem Sieg und einem unzufriedenen Creighton geht es am Sonntag gegen Atlanta. Ob Roy Williams wird spielen können, steht noch nicht fest. Er ist an der Rippe verletzt. Die 49ers haben vor, Wide Receiver Michael Crabtree am Sonntag gegen Houston einzusetzen. Er lernt fleißig in seinem Playbook und ist bereit, endlich seinen Job zu machen. Vielleicht wird Head Coach Mike Singletary ihn sogar als Starter aufstellen. Bears Linebacker Pisa-Tinu Isamoah muss am Knie operiert werden. Für ihn ist die Saison zu Ende. Cardinals Wide Receiver Anquan Boldin ist am Knöchel verletzt. Sein Einsatz gegen die Giants am Sonntag ist gefährdet. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.